Jo Leute, Salve King ist back und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ab dem 11. Oktober wird nur noch weniger von meinem Kanal Videos rausbringen, da ich bald umziehen werde. Ich werde es euch leider nicht verraten können, wo es hingeht, da meine Ex auf mich rumlauern könnte. Und ja, das Problem ist, ich weiß nicht, ob meine Ex meine Videos schaut oder nicht. Wenn ihr mich fragen wollt, wo ziehe ich hin, dann dürft ihr mich auch privat anfragen und ich werde es euch erzählen. Aber laut der Kamera kann ich es niemandem erzählen, weil dann wird meine Ex auf mich andauern. Auch dort, wenn ich dort umgezogen bin, weil sie weiß, dass ich nicht mehr hier wohne. Und ja, noch eine kleine Durchsage. Ihr habt euch bestimmt gedacht, warum war ich 2, 3 Tage nicht mehr aktiv. Das Problem war, dass ich ein bisschen krank geworden bin. Und immer noch bin, weißt du. Und ja, da habe ich gedacht, da ich mich so schlecht gefühlt habe. Und ich so schlecht, dass ich keine Unterhaltung mehr darstelle, weißt du. Da habe ich gedacht, ja, mach mal eine kleine Pause mit YouTube, weil ich war schläfrig und so. Und jetzt geht es mir teilweise besser. Ich habe gerade, da ich heute unterwegs war, habe ich gerade was Leckeres getrunken, was ich euch empfehlen kann. Das ist so ein Erfrischungsgetränk. Das heißt Papa Shisha. Das hat wirklich nach Shisha geschmeckt, nach Dornapfel. Wenn ihr auch so Shisha-Raucher seid, ich bin zwar kein Shisha-Raucher mehr, aber ab und zu denke ich mir, ein Kopf geht. Und dann hätte ich es euch gut empfehlen können. Ja, wenn es mir morgen viel besser geht, dann wird für euch morgen ein kleines Real-Life-Video geben. Aber wenn es mir nicht besser geht, wenn ich hier noch leicht angeschlagen bin und krank bin, also ich bin nicht mehr so arg krank, aber ein bisschen krank bin ich noch, und wenn ich dann nicht in der Lage bin, ein Real-Life-Video rauszubringen, dann wird es für euch ein kleines Let's Play geben. Was es für Let's Play geben wird, lasst euch überraschen. Und ja, was gibt's mehr zu sagen? Ja, ich weiß nicht mehr, was ich noch ankündigen werde. Und ich sage Tschüss, bis dann.